Ja, sehr schönen guten Abend hier aus Köln. Mein Name ist Peter Douglas Klaassen. Mein Name ist Sven Vetter. Gemeinsam wollen wir Ihnen heute etwas zeigen, was es vielleicht so in diesem Setting noch nicht gegeben hat, nämlich wie eine Roboteroperation an der Wirbelsäule funktioniert. Ich komme aus Lingen an der Ems, das ist im Nordwesten von Deutschland, und wir betreiben seit fast 2 Jahren ein robotisches System. Wo kommst du her, Sven? Ich komme aus der BG-Klinik in Ludwigshafen und leite dort die Wirbelsäulenchirurgie. Sehr schön. Wichtig beim robotischen Operieren ist, dass man ein bisschen versteht, wie so ein Workflow stattfindet. Und wir haben hier einen Kadaver liegen, der schon von uns im Vorfeld für diese Session untersucht worden ist mit einem 3D-Gerät, das meines Erachtens auch eines der besten auf dem Markt ist, der Firma Ziem. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal, damit Sie den Workflow auch verstanden haben, einmal in einem kurzen Video zeigen, was wir dann überhaupt bei so einer Operation im Vorfeld gemacht haben. Wir haben den Patienten erstmal auf den Bauch gelegt und dann kommt der C-Bogen rein und macht ein Video, das wir gleich sehen. In diesem Video sehen Sie halt, wie ein Scan von dem Patienten durchgeführt wird. Das ist nicht ganz das Setting, was wir in unserer Klinik haben. Da haben wir einen O-Arm, aber die Bildqualität, die ist echt überzeugend und denke ich, reicht für diesen Fall auch ausreichend aus. Wichtig ist natürlich, dass man vorher einen Kollisionscheck macht, um sehr sicher zu sein, dass man bei dem Patienten nicht irgendwie den Beatmungsschlauch abreißt oder am Tisch hängen bleibt. Das ist immer so ein bisschen die gefährlichste Aktion bei der ganzen Sache. Und Sie sehen, die Bildakquise für ein komplettes 3D-Volumen ist total schnell. Und jetzt wollen wir uns hier einmal kurz angucken, wie das hier in der Rotationsangiografie anguckt. Robert Eidner ist da, der zeigt uns das mal eben. Akquiriert wurden, erstellt das Gerät automatisch die MPR, steht für multiplanare Rekonstruktion, also die tatsächlichen 3D-Bilder nachhinein, die wir dann sehen. Sehr schön. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel schon mal in diesem Setting hier, dass wir es hier mit einer osteoporotischen thorakolumbaren Übergangsfraktur zu tun haben von LWK1. Ich zeige auch gleich ein Printout davon. Das hat die Firma Rimasys echt gut hinbekommen. Und in diesem Fall, Sven, was würdet ihr so in der BG-Klinik denn so machen, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Hinterkantenbeteiligung vielleicht hätten? Genau, also dann müsste man davon ausgehen, dass es sich hier um eine A4-Fraktur handelt. A4-Frakturen zeigen, dass sie instabil sind oder sind sie ihres Zeichen instabil. Dementsprechend würden wir eine operative Stabilisierung empfehlen. Im Sinne einer dorsalen Instrumentierung BWK12 auf LWK2. Jetzt ist die Frage, nimmt man auch den kaputten Wirbel, nimmt man den mit? Zementieren wir das Ganze? Das sind noch, denke ich, die Fragen, die man noch besprechen kann vorher in einem solchen Fall. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Die hübsche Braut des Tages ist natürlich der Roboter selber. Den wollen wir uns jetzt einmal kurz angucken. Ihr seht hier schon, das ist der Roboter, der hat dieselben Funktionen wie ein guter Assistenzarzt. Er spricht relativ wenig und hält still. Das ist erstmal ganz entscheidend und bis auf das Lüftergeräusch kann man sich an alles gut gewöhnen. Und Sie sehen jetzt auch schon diesen Screen in Ihrem Bild ganz unten rechts und ich kann mich jetzt dafür entscheiden, okay, ich will Pedikelschrauben in BWK11. Ne, was hatten wir gesagt? 12. LWK1 war die. Dann machen wir in BWK12 und LWK2 machen wir Pedikelschrauben rein. Das geht relativ einfach auf- und abzuschwenken. Also das Planen des Eingriffes ist relativ einfach. Wir verifizieren die Instrumente. Das ist etwas, was wir ganz normal kennen schon aus den anderen Navigationssystemen, die wir in den früheren Zeiten genutzt haben. Und dann geht es dann hier eigentlich schon direkt an das Planen. Und bei dem Planen ist es natürlich jetzt erstmal wichtig, für eine Fraktur von LWK1 interessiert mich natürlich erstmal zu gucken, wo bin ich überhaupt? Wie machst du das denn im konventionellen Röntgen? Wie machst du das AP oder seitlich? Wie orientierst du dich denn? Also LWK1 ist in aller Regel relativ einfach zu identifizieren. Thorakolumbaler Übergang, Rippen, die letzten Rippen, die wir sehen, ist BWK12. Das heißt, eine Wirbelkörper drunter. Zudem haben wir natürlich den Vorteil, dass wir es hier in eine Fraktur haben. In aller Regel lässt sich diese Fraktur auch sehr gut
im 2D-Bildgebung darstellen, im seitlichen Strahlengang. Genau, wir sehen hier im seitlichen Strahlengang oben links schon mal die Fraktur relativ gut dargestellt. Und im AP-Strahlengang von der 3D-Dimensionalität sieht man auch relativ gut, wo die Rippe da ist. So, wir können uns zwei Dinge vorstellen, wo wir die erste Schraube einplanen von BBK-12. Ich kann sie entweder hier direkt in den BBK-12 ziehen, dann habe ich eine Orientierung. Oder ich suche mir hier schon direkt die Pedikelebene von diesem Wirbel, der da drüber ist. Beides ist okay. Ich persönlich ziehe es tatsächlich im thorakolumbalen Übergang vor, die erste Pedikelschraube auf der, einfach auf den Wirbel zu setzen im AP-Strahlengang. Einverstanden? Hm, wunderbar. Ja, dann gehen wir mal an das Planen und nehmen uns die... Eins weiter? Ja, ja. Genau. Ja. Mal schauen, so. Jetzt nehmen wir uns die erste Schraube und setzen die hier mal auf BWK-12. Wir sind jetzt im Level noch nicht hundertprozentig da, aber wir können jetzt schon mal relativ genau sehen, dass das unser BWK-12 ist. Und ich bin auf der linken Seite, anders als im normalen CT, muss man links und rechts ein bisschen verändern. So, von daher ist links hier tatsächlich links und nicht rechts. Und ich kann die Schraube in der Länge und in der Größe relativ gut einzeichnen. Das ist für diesen Fall tatsächlich auch kinderleicht. Ich kann mir über die Durchmesser nochmal Gedanken machen. Ich würde lieber eine 5,5er Schraube nehmen. Bist du damit einverstanden vom Pedikel? Ja, sehr gut. Wir können uns jetzt nochmal hier in diesem Bullseye genau und den Pedikel angucken, um zu schauen, sind wir im Pedikel in Ordnung, ja oder nein. Ich finde, das ist in Ordnung. Wenn ich den Pedikel ein bisschen höher will, dann mache ich so, dann bin ich eigentlich relativ okay. Was hältst du davon? Also ich halte die Bullseye-View für eine ganz, ganz wichtige Darstellung. Also axial, sagittal und Bullseye sind die entscheidenden Ebenen, die wir brauchen, um eine Pedikelschraube zum einen gut zu planen und auch später entsprechend die Lage gut zu beurteilen. Der Vorteil, den wir jetzt haben, wir haben natürlich die eine Schraube gesetzt, die zweite Schraube ist dann natürlich sehr viel einfacher. Wir setzen sie einfach spiegelbildlich auf die andere Seite. Das System hat sich natürlich gemerkt, dass wir auf eine 5,5er gewechselt haben. Und ich denke mal, das können wir so stehen lassen. Wir gucken uns nochmal im Bullseye an, ob die im Pedikel auch in Ordnung ist. Ich würde sagen, ja. Generell wissen wir das von der Navigation, dass wir immer etwas medialer planen als lateraler, weil durch die Manipulation drücken wir die Wirbelsäule ein bisschen weg. Gut, sollen wir da weitermachen? Ich denke, wir planen auch die Schrauben für L2. Gut, dann machen wir die Schrauben für L2. Wir wissen ja schon, dass das die L2 ist. Wir überspringen halt die Fraktur und wir sind auf der rechten Seite. Das heißt, wir machen jetzt eine Pedikelschraube auf die Höhe von L2. Das ist natürlich jetzt etwas einfacher, weil der L2-Pedikel natürlich ein bisschen besser ist. Man muss natürlich schon ein gewisses dreidimensionales Gefühl trotzdem haben. Aber ansonsten, wenn man das einmal verstanden hat, ist das relativ einfach. Wir machen auch hier nochmal den Bullseye. Der ist gut, damit bin ich zufrieden. Und ich würde jetzt parallel auf der anderen Seite jetzt spiegelbildlich die andere Schraube hier reinplanen. Und in dieser Schraube einmal sicherstellen, dass das nach meinem Dafürhalten in Ordnung aussieht. Ich denke, so können wir damit leben. Vielleicht noch die Spitze der Schraube ein bisschen medialer setzen. Ja. Das ist halt das Problem am robotischen Operieren. Du wirst halt ziemlich genau und pingelig. Ne? Schadet ja nicht. Ja. Gut, wir gucken uns auch nochmal diesen Pedikel nochmal an. Ich denke, der ist in Ordnung. Das können wir so lassen. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Unterschied zu dem normalen Operieren. Wir können uns das jetzt nochmal hier an der Haut von dem Patienten angucken, wie der Hautschnitt sein wird. Und wir sehen, dass der Hautschnitt in Ordnung ist, wobei der Hautschnitt der unteren Schraube auf der rechten Seite ein bisschen weiter lateral ist, nicht wahr? Gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Was ich dann tue, ist, ich kann die einfach ein bisschen weniger angulieren. Und fertig. Somit ist mein Plan eigentlich ein bisschen besser. Ich kann das Ganze natürlich auch nochmal im Röntgenbild angucken. Und das ist etwas, was ich gelernt habe in der robotischen Chirurgie. Die Planerstellung ist das, was eigentlich die Wertschöpfungskette hier ausmacht. Wir sehen ein Röntgenbild. Das ist natürlich virtuell, aber genauso hoffen wir natürlich, dass es hinterher aussieht. Die Betrachtung der Schraubenköpfe, spielt die für dich eine Rolle, wenn du jetzt die Schrauben planst? Ja, ich mache das, wenn ich zum Beispiel eine längerstreckige Stabilisierung mache. In diesem Fall werde ich ja den Stab problemlos durchbekommen. Aber wenn ich eine längerstreckige Stabilisierung mache, das sehen wir bei dem zweiten Teil der Operation, wo wir Lumbopelvin gehen, da ist es natürlich schon wichtig, dass die Schraubenköpfe tatsächlich alle in einer Reihe sind. Was wir bei dem T-Lift, den wir hoffentlich auch noch gleich sehen, auch gut gucken können,
ist, dass die Trajektorie der Schraube und auch die Trajektorie des Cages genau gleich ist. Nicht? Aber wir haben jetzt hier mehr oder weniger das Röntgenbild simuliert und können eigentlich mit dem Ergebnis relativ zufrieden sein und können dann eigentlich schon direkt loslegen. Ich denke, wir starten. Ja, wunderbar. Dann ziehen wir uns mal Handschuhe an. Nee, bleib auf meiner Seite. Ja. So, wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir die BWK 12 auf der rechten Seite machen. Und jetzt drücke ich einfach nur entweder auf einen Knopf hier vorne, das ist so ein Ring, oder ich drücke hier auf so einen Fußpedal. Ich mache mal das mit dem Fußpedal zuerst. Und der Roboter fährt jetzt schon direkt erstmal auf Trajektorie. Das kann man daran erkennen, dass das äußere Feld gelb ist. Und in dem Moment, wo der Roboter grün ist, sind wir auf Position. Das ist jetzt natürlich ein Kadaver. Das heißt, das ist ein Operationsschritt, wo wir auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass das unter Apnoe besteht. Also wir halten dann immer so für 10 Sekunden die Luft an, um ganz sicher zu sein, dass der Roboter in der Endposition ist. Okay? Als nächstes machen wir eine Hautinzision. Das heißt, das Team ist eingespielt, auch mit Anästhesie gemeinsam, dass man das nicht jedes Mal großartig kommunizieren muss, da wird kurze Zeit Apnoe durchgeführt. Du schneidest mit dem Messer durch die Trajektorie? Ja, das ist auch total wichtig, weil wenn ich das nicht mit der Trajektorie mache, dann verschiebe ich mir meine Faszie ein bisschen und das will der Roboter nicht. Und wir haben hier spezielle High-Speed-Drills. Das ist jetzt zum Beispiel ein Rosenbohrer mit einem 4 mm Ansatz, der da vorne zu sehen ist. Der ist sehr gut, um die Corticalis zu eröffnen. Ich zeige das jetzt einmal, aber normalerweise bei den osteoporotischen Frakturen würden wir nur den Side-Cutting-Drill nehmen. Das ist ein Drill, der vorne stumpf ist. Das ist erstmal für jeden, der Orthopäde und Unfallchirurg ist, hier No-Go, weil man ein bisschen geduldiger sein muss und nicht so sehr drücken muss. Aber der hat den großen Vorteil, dass er nicht abrutscht. Das heißt, wenn wir mal auf einer Facette ein bisschen schief aufsetzen, dann passiert uns da nichts. Das heißt, ich setze jetzt hier den Bohrer runter, überprüfe einmal, ob ich habe jetzt den Knochen berührt und ich überprüfe einmal in meiner Navigation, ob ich tatsächlich den Knochen auch berühre. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich ein ganz klein bisschen zurück, Vollgas, das war's schon, damit ist die Corticalis durch. Anschließend kommt ein Tap. Bei den Frakturen machen wir das generell. It's not seeing it. Sämtliche Schritte erfolgen unter Beibehaltung der Navigation. Ja. Also wir haben die Instrumente vorher natürlich kalibriert und dementsprechend dann sind die für die Navigation zu verwenden. Genau. Hier zeige ich dir einmal eine Pedikelschraube, die wir haben. Christoph, can you show me a MIS Creo screw, please? Christoph? Ja. Yes. So sieht eine Pedikelschraube aus. Sie hat einen relativ langen Abbrechhals. Die hat ein inliegendes Gewinde von 30 mm, was es natürlich sehr angenehm macht, dann auch hinterher den Stab vernünftig einzubringen. Mhm. Ja? Gut. Ja. Das ist ein modulares System, das werden wir gleich auch für den T-Lift sehen, dass das ganz praktisch ist. Dann kann man unten mit dem Dissektor bzw. mit dem Sperrer vernünftig arbeiten. Mhm. Und jetzt als nächstes haben wir die Schraube, die setzen wir an. Dann überprüfe ich einmal natürlich, ob das, was ich wollte, auch tatsächlich zu sehen ist. Ja, und jetzt geht das Ding einfach rein. Bitteschön. Schrauben setzen für jedermann. Du siehst, du hast eine direkte Online-Navigation. Ja. Der Patient wackelt auch nicht, was sehr schön ist. Ja, sehr gut. Ja. Damit sind wir mit der schon fertig. Das ist hier ein bisschen wie Feuer machen. Relativ lang. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du mal weitermachen. Jetzt fährst du einfach den Roboter mal auf die nächste Position. Das ist die L2 auf der Seite. Drück einfach auf den Knopf und es geht los. Sind wir wieder auf Trajektorie, wie du siehst. In dem Moment, wo er grün ist, ist es gut. Ja, so ist gut. Dann machen wir die Hautinzision. Da halten wir das Messer einmal nach oben.
und einmal nach unten. Ich finde es ein bisschen fummelig, ja. Ich mache es einfach mit dem Elbermesser und fertig, aber ja. Da hat es jeder so ein bisschen, wie er das möchte. Bezüglich der Learning Curve, auf welche Pitfalls müssen wir besonders achten, wenn wir dieses Gerät zum ersten Mal oder bei den ersten Malen verwenden? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man nicht ungeduldig ist und dass man nicht drückt. Mhm. Weil das kennen wir auch von der normalen Navigation. In dem Moment, wo wir an den Patienten drücken, du siehst ja, ich berühre den nicht, ja. Ich berühre auch den Tisch nicht. Das ist total wichtig, ja. Dass wir davon Abstand halten. Und dann haben wir eigentlich relativ gute Karten, dass dann auch hinterher nichts passiert. Ja. Das ist das eine. Und das zweite natürlich Atembewegungen. Atembewegungen machen ein Problem. Gerade wenn wir im thorakolumbaren Bereich eine instabile Fraktur haben, dann ist das schon ein Theater für uns. Ne? Ja. Wir machen jetzt eben mal die zweite Schraube. Ich gucke einmal, ob ich auf dem Knochen bin, ob das, was ich geplant habe, auch tatsächlich funktioniert. Sollte ich damit nicht einverstanden sein oder das Gefühl haben, Moment, mein Eintrittspunkt ist vielleicht doch ein bisschen zu lateral, ist das kein Problem. Ich gehe raus, gehe auf Plan und plane mir diese Schraube zum Beispiel ein ganz klein bisschen weiter medial, was dann auch kein Hexenwerk ja. ist. Ne? In diesem Fall hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht vom Eintrittspunkt ein bisschen zu lateral war. Ich werde den noch einmal justieren. Du siehst, der hat sich dann direkt auch ein ganz klein bisschen bewegt. Ich setze ihn nochmal hin, um zu gucken, ob ich zufrieden bin. Das mal ein bisschen größer. Ich denke, so können wir rein. Mhm. Das ist hier dieser Side-Cutting-Drill, den ich persönlich gerne nutze, weil ich damit rückwärts reinfahre. Das heißt, ich fahre einmal rückwärts rein und bin dann unten. Brauche ich nicht. Dann direkt die Schraube. Ist relativ osteoporotisch, die Frau, von daher ist das jetzt kein Ding. Und dann geht schon die nächste Schraube. Und zieht sie gut? Zieht gut, ja. Ja, so würde ich es lassen. Mhm, wunderbar. Wir. Wenn wir jetzt die nächste Schraube haben wollen, dann gehen wir wieder auf T12 auf der anderen Seite und du drückst auf den Knopf. Kann es vorkommen, dass der sich in die Tulpe bzw. in die Hülse einhakt? Ja, also wenn man zum Beispiel mehrere relativ nahe zusammenhängende macht, dann sollte man da schon ein bisschen drauf aufpassen. Jetzt machen wir auch hier wieder den Hautschnitt. Wenn wir uns die Schraubenköpfe quasi so planen können, dass wir die alle in einer Linie haben. Spricht es dann für dich auch dafür, dass du häufiger monoaxiale Schrauben verwendest? Also in diesem System habe ich das nicht vorliegen, aber natürlich ist das sehr, sehr gut denkbar. Den Drill bitte. Den Drill. Ich gucke noch einmal, bin ich mit meiner Navigation in Ordnung? Das heißt, bin ich wirklich auf dem Knochen? Das heißt, oszillierend auf dem Knochen, dann vorwärts. Ja, dann ein bisschen rückwärts drehen, ja. Dass du nicht abrutschst. Ich denke, das sind so ein paar Kleinigkeiten, auf die es dann natürlich zu achten gilt. Das führt nämlich genau dazu, dass diese Ungenauigkeiten nicht zustande kommen, dass man tatsächlich die Trajektorie exakt trifft. Ja, kann ich sehen. Du siehst ja das. Jetzt relativ unspektakulär. Ja. Hier muss man aufpassen, dass der Hautschnitt groß genug gewählt ist, weil sonst laufe ich auf den Hautschnitt. Ja, genau. Wobei, das wird gehen. Ja? Ja, ja. Tulpe ist relativ forgiving, ja. Und schon haben wir es, ne? Ja, ist okay, stopp. Ja. Du hast auch gesehen, was der Roboter macht, der meckert, wenn du an den Patienten was tust. Dann kriegst du direkt eine gelbe oder irgendwann eine rote Karte. Und das mag er dann auch nicht. Surveillance-Marker. Es gibt immer auch die Möglichkeit, Surveillance-Marker. Es gibt
Surveillance-Marke. Yes. Es gibt immer auch die Möglichkeit, eine zusätzliche Genauigkeit bei diesem Teil herzustellen. Und zwar gibt dir die Software zum Beispiel die Möglichkeit, während der Operation, vor der Operation oder nach der Operation einen zusätzlichen PIN einzuschlagen. Was machst du damit? Mit diesem PIN stellst du sicher, das gibt normalerweise eine Tafel Schokolade. Aber wenn du diesen PIN auf der anderen Seite drin hast, kannst du irgendein navigierbares Du kannst irgendein navigiertes Instrument einfach der Software zeigen. Da musst du drauf gehen. Ja, das ist besser. Dann kannst du irgendein Instrument, das schon navigiert ist, dem System einmal zeigen, okay, ich habe hier zusätzlich einen Surveillance-Marker drauf. Der Surveillance-Marker macht natürlich nicht sicher, dass du hier oben irgendetwas bewegst, aber der kontrolliert zumindest, dass, wenn du dann Assistenten auf der anderen Seite hast, dass da niemand gegenknallt, weil das wäre natürlich ziemlich schlecht. Natürlich. So, wir haben jetzt 3 von 4 Schrauben gemacht. Glaubst du, dass die letzte Schraube uns ein Problem macht? Ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird. Eher nicht. Dann machen wir die noch eben. Bitte schön. Ja, dann schneid er mal rein. Mhm. Einmal umdrehen. Mhm. Ist halt ein bisschen fummelig. Bin eigentlich auch zu blöd für. Du musst es halt ein bisschen erweitern. Mhm. Sehr gut. Nehmen wir den Bohrer wieder rein. Wir überprüfen, ob wir auf dem Knochen sind. Schneiden das Gewinde. Das zieht schon gut, das merke ich natürlich direkt. Und die Schraube. Gewinde schneiden, wir haben ja 5-5er Schrauben geplant. Gewinde schneiden dann mit 5-5 oder 4-5? Ja, ich mache eigentlich lieber 4-5. Auf diesem Set haben wir jetzt einen 5-5er, aber das ist eigentlich egal. Gut, dann mache ich diese auch noch eben rein. Und ihr seht, dass das eine rote Lampe aufleuchtet, weil die relativ viel Druck hat und relativ viel den Patienten dreht. Was man auch nochmal ganz schön an diesem Gerät sieht, wenn man oben die Schrauben anguckt, dann siehst du bei 3 von diesen Schrauben einen grünen Haken dran. Ein grüner Haken bedeutet, dass die kalkulierte Endposition dieser Schraube in keiner der Richtungen schlechter als 1,5 mm ist. Das heißt, du kannst jetzt hier schon sagen, okay, von 4 Schrauben ist eine Schraube laut Roboter nicht ganz hundertprozentig, aber das war auch die Schraube, die wir nicht ganz bis zu Ende gedreht hatten. Und die leicht lateral liegt die vom Gefühl. Ganz leicht lateral ist. Genau. Ja. Deswegen würde das jetzt auch in unserem normalen Workflow auch immer eine Schraube sein, die wir auf jeden Fall mit einem Röntgen kontrollieren. Ja. Auch bevor wir weitermachen. Das heißt, bevor ich jetzt den Stab einsetze, würde ich diese Schraube auf jeden Fall kontrollieren im Röntgen. Das machen wir jetzt nicht aus Zeitgründen, aber ansonsten wäre das so der übliche Vorgang. Ja. Okay, gut. Wunderbar. Was hältst du davon? Ja, also ich denke, der Workflow an sich, so wie er jetzt gerade geschildert wurde und wie wir ihn durchgeführt haben, ist relativ einfach, präzise und sicherlich auch wiederholbar. Also das sind die wichtigsten Themen, die wir im Rahmen der Navigation brauchen. Schön. Ja, dann wollen wir mal uns auf den zweiten Fall stürzen. Der zweite Fall ist ja ein bisschen spannender. Wir wollen eine Stabilisierung der Lendenwirbelsäule von LWK3 bis SWK2 machen. Wir gehen noch einmal rüber zu den Untersuchungsergebnissen, die wir bei den Patienten haben. Und hier bei den Untersuchungsergebnissen des Patienten können wir sehen, dass wir es mit einer Listese im Bereich LWK 3-4 haben. Der Wirbelkörper LWK5 ist relativ schlecht abzugrenzen, finde ich. Ja. Es wird da gar nicht so einfach sein und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht zwischen 4 und 5 da auch ein Cage setzen, sofern das technisch möglich ist. Das werden wir gleich sehen. Einverstanden? Sehr gut. Gut, dann gehen wir als nächstes wieder ans Planungssystem. Ganz kurz Thema Sterilität. Im wirklichen Setting ziehst du dir auch die Handschuhe kurz aus, gehst an den... Ja, ich ziehe mich komplett um. Ja. Also der Workflow ist den Dynamic Reference einsetzen. Ja. In der Zeit, wo der Scan läuft, ziehe ich mich aus und helfe auch dabei, mache die Planung und wasche mich dann wieder steril ein. Sehr gut. Wir haben das am Anfang mit einem doppelten Handschuh drüber angezogen, aber das ist einfach praktischer. Ja. Hier sehen wir jetzt, was wir sonst noch tun könnten. Wir haben hier Wirbelkörper LWK3, LWK4 und LWK5. Wir haben
SI-Schrauben, also sprich Stabilisierungsschrauben SI. Und wir haben die Möglichkeit, auch ein S2 und ein S3 Schrauben reinzutun. Did we have S2? Augenblick, ich muss noch ein paar Level dazu nehmen. S1, S2. Ach doch, sind alle geplant. Das war jetzt ein Overlay. Also ich habe jetzt Schrauben geplant von LWK3. Ich habe Schrauben geplant von LWK3 bis SWK1 und ich habe für einen expandierbaren Cage habe ich jetzt sowohl das Level LWK4-5 wie auch das Level LWK5 vorbereitet. Ob wir jetzt beide machen, glaube ich eher nicht. Ich würde persönlich den LWK4-5 vorziehen, weil das einfacher zu handeln ist. Die Instrumente verifizieren wir und wir haben jetzt hier den zweiten Image schon dargestellt. In diesem zweiten Image geht es jetzt natürlich darum, einmal zu identifizieren, wo haben wir den Fünfer, wo haben wir den Vierer. Und ich würde sagen, dass wir hier in diesem Bereich, das ist das Steißbein, hier, das denke ich, sind wir uns einig. Das ist Kreuzbein. LWK5. Kreuzbein, ne? Sacrum. Ja. Das ist LWK5. Ja. Das ist LWK4, das ist LWK3, denke ich mal. Ja. Dann fangen wir mal mit LWK3 an. Ja. Das ist ein schöner Dreier, also man kann ihn relativ gut sehen. Ich fange mal auf der rechten Seite an und setze bei LWK3 hier eins weiter. Entschuldigung. Ich soll das nochmal machen. So. Das ist LWK3, hatten wir hier gesagt. Und ich fange jetzt mal an und setze bei LWK3 eine Schraube rein. Das, denke ich, sind jetzt auch mit 6,5-45 ist das eine gute Schraube. Bist du damit einverstanden? Würdest du ein bisschen von lateraler kommen? Also ich, ja? Ja. Dass wir einfach vom Facettengelenk ein bisschen weg sind, genau. Ja, guter Plan. Ja. So, dann machen wir die zweite Schraube. Ich versuche natürlich, alle Schraubenköpfe jetzt schon in Vorbereitung auf eine Linie zu setzen. Das heißt, die Schraube LWK4, die kommt dann jetzt in den sagittalen Plane rein. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich denke, die kann man so lassen. Mhm. Ich bin von der Länge mittlerweile nicht mehr so einverstanden. Ich denke, eine 40er geht auch noch. Ja. Und du fängst schon an, ein bisschen nach außen zu gehen. Dann versuchen wir mal L5 hier zu definieren. Ich weiß gar nicht, wie gut uns das gelingt. Aber ich denke, dass wir da irgendwo auf L5 sein könnten. Hier gehen wir noch ein bisschen weiter nach außen, um halt mit diesem Facettengelenk kein Theater zu haben. Das schlagen wir natürlich gleich weg, aber trotzdem will man natürlich da nicht abrutschen. Und dann geht es weiter mit SWK1. SWK1 wäre dann in diesem Fall hier. Und du merkst, dass wenn man da einmal ein bisschen Erfahrung mit hat, dann ist dieses präoperative Planen und das ganze, sagen wir, die ganze Spielerei, die ist nett, aber das geht doch relativ schnell. Ne? Ja. Das ist ja wie Drag and Drop, ne? Also man, was wir vom Handy kennen, so bedienen wir das ja eigentlich auch. Und jetzt siehst du hier auch unten dargestellt einmal, wie unser Stab sein wird. Und ich sehe von der Seite auch, was für eine Lordose wir in diesen Stab hinein brauchen. Und du siehst jetzt auch zum Beispiel, dass die Schraube LW5 hier ein bisschen zu hoch ist. Die dürfte ein bisschen tiefer sein, damit der Stab da kein Problem ist. Macht nichts, mache ich es ein bisschen tiefer. Jetzt würde ich diese Schrauben alle einmal überprüfen, bevor wir auf die S1, S2 gehen. Das heißt, wir machen nochmal ein Bullseye. Der ist gut. Der ist sehr schön, ja. Dann bei der L4. Ein Bullseye ist in Ordnung. LWK5. Bullseye könnte ein bisschen medialer sein. Besser? Ja, wir haben einen sehr dicken Pedikel. Ja, da können wir fast alles reindrehen. Nicht? Ja. Und dann hier nochmal im Steißbein sind wir in Ordnung. Und jetzt ist natürlich wichtig zu gucken, wie kriege ich das jetzt hin, da eine vernünftige S1, S2-Schraube hinzusetzen. Und die Orientierung, die setze ich mir hier im Bereich von SWK1. Von SWK1 einen weiter tiefer, ich darf das Foramen natürlich nicht erwischen, nehme ich mir eine S2-Schraube und setze sie erstmal hier rein. Dann ziehe ich mir die raus. Und mache das in einer doppelten Ebene und kann mich dann hier einfach runterarbeiten. Und du siehst diese ganze Röntgengeschichte und die ganzen Fragen, wie denn jetzt die Drähte liegen, die habe ich hier dann tatsächlich nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Schraube, mit der ich ganz zufrieden wäre. Was meinst du denn? Das ist eine spezielle Schraube, das ist die S2 Ala. Genau, es ist eine Ala Ilium Schraube. Der große Vorteil von dieser Schraube ist, es bietet eine exzellente Abstützung im System und wir sind, was das Offset von den Schraubenköpfen geht, sind wir relativ safe. Wobei du hier siehst, wir sind noch nicht ganz gut. Wir können noch besser werden, ja. Ja, genau. Ich setze die noch mal ein bisschen steiler. Also das ist der große Vorteil im Vergleich zu der reinen Iliumschraube, ist, dass die Ala-Iliumschraube uns die Möglichkeit belässt, den Stab nicht extrem stark anbiegen zu müssen.
Ja, und hier sehe ich allerdings nicht gut. Das geht besser. Ich bin auch nicht zufrieden damit. Also ich denke, das zeigt auch, man muss sich die Zeit nehmen, die Schrauben exakt zu planen. Wenn man sie exakt geplant hat, kann man sie dementsprechend auch exakt umsetzen. Also die paar Minuten muss man sich nehmen am quasi off-table. Das gefällt mir aber noch nicht. Ich bin noch nicht um die Schraubenplanung exakt zu machen. Ich mache sie nochmal. Das ist besser. Trotzdem noch ein bisschen medial. Dann nehmen wir uns den Eintrittswinkel, der ist besser. So, wir haben jetzt hier eine Schraubenlänge von 85 mm. Das ist natürlich für mich als Neurochirurgen schon im Trümmer, nicht? Ja, also das ist eine sehr schöne Schraube. Genau das wollte ich hören. Was jetzt vielleicht noch wichtig ist zu überlegen, ich denke, damit können wir leben. Wir gucken uns jetzt nochmal von oben unseren Hautschnitt an. Und zwar will ich hier natürlich wissen, was für einen Hautschnitt ich brauche, um hier einigermaßen zurechtzukommen. Jetzt schauen wir uns natürlich den Hautschnitt an, wie er perkutan laufen würde und nicht den typischen medialen Zugang mit Abpräparation der gesamten Autotonmuskulatur. Dementsprechend ist das natürlich von großer Bedeutung. Genau, also hier sehen wir, dass wir mit der Schraubeninzision relativ gut hinkommen, dass wir die vier Schrauben da oben unter Umständen mit einzelnen Stichinzisionen oben verbinden. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, wir wollten ja noch einen Cage machen zwischen dem Segment LWK 4-5, wobei die Ala-Ilium-Schraube wahrscheinlich eine gesonderte Inzision braucht, damit wir ein bisschen mehr von medial kommen. Richtig. Ja. Okay. Sollen wir uns dann jetzt auf die Planung des Cages orientieren? Für die Planung des Cages nehme ich mir immer gerne die LWK 4 erstmal, um zu wissen, wo will ich meinen Cage überhaupt hin haben, weil ich will ja den unterhalb von der L4 nehmen. Und jetzt nehme ich mir einfach diesen Cage und setze ihn da rein. Dann sehe ich hier den Footprint von diesem Cage, das ist ja ein expandierbarer Cage. Und ich kann hier unten links auch gucken, ist der Cage von der Hautinzision, die ich ja zwischen diesen beiden Inzisionen machen muss, in Ordnung, ja oder nein. Wahrscheinlich würde ich den ein bisschen weiter nach oben setzen, so, damit ich genau dazwischen komme. Okay? Absolut, das ist ganz wichtig. So, das wäre so nach meiner Perspektive eigentlich eine gute Planung für eine L3 bis S1 Verschraubung mit Interbody Solution und LWK 4.5. Hattest du noch eine Frage dazu? Von meiner Seite keine weiteren Fragen. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Mhm. Ich denke, dass wir diese Pritikelschraube, die können wir lassen, weil die ist ja auf L2 gewesen. Mhm. Die ist ja ganz gut da. Was hat schon? Nein. Auch hier arbeiten wir immer von weit entfernt zu nahe, ne, weil ich will natürlich, je weiter entfernt ich bin, desto unsicherer bin ich tendenziell oder theoretisch in der Navigation. So, das heißt, das Erste, was ich mache, ich nehme jetzt die L3-Schraube und gucke, wo ich damit lande. Passt natürlich ein bisschen auf, dass hier nichts passiert. Mhm. Was hier sehr schön auch zu sehen ist, ist, dass meine Scrub-Nurse natürlich auch sofort sieht, welche Schraube sie mir angeben muss. Ich muss mir darüber auch keine Gedanken machen, das ist hier am System abgespeichert. Vom Workflow bohren, Gewinde und dann Schraube, Tasten, spielt das noch eine Rolle? Keine Rolle mehr. Eine Röntgenverlaufskontrolle. Ja, also, was wir gerne tun, hier sehe ich auch wieder, ich bin ein bisschen lateral. I want a drill, please. Ich persönlich bin mit dem Ding einfach glücklicher, weil dieser Bohrer vorne, der ist, denke ich, für junge Patienten interessant, aber jetzt hier für das Präparat, denke ich, kommen wir damit gut zurecht.
Jetzt bin ich auch genau auf dem Knochen. Das Problem von der Rosenbohrer ist, dass der immer an der Faszie ein bisschen hängen bleibt. Das habe ich jetzt hier nicht. Und so davon ist mir eigentlich dieser Bohrer tatsächlich lieber. Kommt die erste Schraube, das wäre jetzt L3. Möchtest du die? Was du immer noch machen kannst, ist, du kannst ein bisschen an diesem Endeffektor spielen. Du siehst, dann meckert er zwar, aber ich tue das einfach gerne, um sehr sicher zu sein, dass ich nicht ein In-Out-Phänomen habe. Ne? Mhm. Weil das ist jetzt hier ein kritischer Punkt, wo die Schraube theoretisch abrutschen kann. Mhm. Das ist mir natürlich wichtig, dass ich diesen Punkt sicher überschreite. Ne? Das haben wir, denke ich, bei der oberen Schraube ein gleiches Problem gehabt. Ne? Das bringen wir jetzt eben zum Ende. Feuer machen. Genau. Do we have a pen? Jetzt wollen wir natürlich zwischen den nächsten beiden Schrauben einen Cage setzen. Ja. Das heißt, wir zeigen uns einmal, wo der untere Bereich der nächsten Inzision sein wird, um zu gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und du siehst, wir gehen deutlich weiter von lateral. Mhm. Das ist jetzt schon die Schraube L5. Die Kamera sieht uns nicht ganz. Das Schraubensetzen L4, L5 wird ja, sage ich mal, analog laufen, wie von allen anderen Schrauben, die wir gesehen haben. Interessant wird jetzt meines Erachtens noch die Ala-Ilium-Schraube, die S2-Ilium-Schraube und der Cage. Gut, dann machen wir jetzt hier den Eintrittspunkt einmal fest, dass wir das einmal gucken können. Das wäre die Richtung für die L5-Schraube. Dann mache ich eben die Richtung für die L4-Schraube. Das muss man sich vorstellen, dass die Besetzung dieser beiden Schrauben analog zu denen funktioniert, die wir gerade gesehen haben. Mhm. Von der Reihenfolge sinnvoll, erst die Schrauben zu setzen oder erst den Cage? Immer erst die Schrauben. Weil wenn ich die Schrauben setze, hier siehst du auch, dass ich zwischen den beiden eigentlich eine gute Inzision machen kann. Was ich dann gerne tue in diesem Fall, ich könnte etwas lateraler gehen, das heißt, ich kann einfach hingehen und diese Schraube nochmal ganz kurz verändern, dass der Austrittspunkt aus der Haut ein bisschen mehr lateral geht. Da ist es, glaube ich, besser. Und das ist halt schon der Vorteil, den du hier hast. Du kannst auch intraoperativ mal eben schnell entscheiden, ob du eine Veränderung haben willst, ohne dass du jetzt da gleich sofort ins Schwitzen kommst. Das ist auch deswegen wichtig, weil es doch schon manchmal auch Veränderungen gibt, die man tatsächlich dann nicht vorhersehen kann. Hier sind wir jetzt gut. Das heißt, jetzt bin ich auch mit meiner Hautinzision etwas besser. Die verbinde ich jetzt. Und das wäre jetzt das Loch, in dem ich mein Cage setzen kann. Der Vorteil, den ich da habe, ist, dass ich die Schraube, wenn ich die eingesetzt habe, nicht ganz bis zu Ende einsetze, sondern nur einen Teil. Und dann das Ding einfach wieder löse, sodass ich dann hier damit in der Lage bin, das ist der Schraubendreher dafür, dass ich in der Lage bin, da relativ einfach dann den Cage-Halter darüber zu tun. Ja. Das ist relativ unspektakulär und funktioniert auch gut. Ist es dann schwierig, die Tulpe über oder beziehungsweise die Hülse über die Schraube zu bekommen? Ist das... Nein, überhaupt nicht. Okay. Also das ist eher unspektakulär. Wobei mir der andere Schraubenzieher tatsächlich etwas besser gefällt, weil da muss man schon aufpassen, dass sie nicht aus Versehen eiert. Aber wenn wir ein bisschen Gewinde schneiden, dürfte das kein Problem sein. Ja, jetzt bin ich hier wieder auf dem Knochen. Ich sehe das hier. Ein bisschen Spiel habe ich. Ja, der Knochen ist auch härter, als ich gedacht hätte. Aber da bin ich, denke ich, gut drin. Sklerotischer Knochen, etwas abgerutscht. Genau, dann würde ich auch tendenziell immer eine
noch doch den Highspeed-Drill dann eventuell nutzen. Also das macht das System, würde es ungenau machen, indem man quasi manipuliert, indem man gegendrückt, weichteilig oder halt am Knochen abrutscht. Genau. Das sind die zwei Hauptprobleme, die man dann vorfindet. Das Tool ist not visible. Dann machen wir die nächste Schraube lieber normal. Next one we're doing conventional. Die lasse ich jetzt auch extra nicht ganz bis unten, ja. Einfach um sicher zu sein, um sicherzustellen, dass ich da nicht hinterher mit meinem Sperrer ein Problem bekomme. Ne? Und jetzt wolltest du noch wissen, wie die S1-Schraube geht, ne? Oder die S2. Lange Schraube. Ja, die S2-Schraube. Nehmen wir hier nach unten. Das ist die S2-Schraube, die lange Schraube. Das ist dieselbe Trajektorie, die wir auch in dem offenen Fall gerade hatten, ne? Überkreuzt sozusagen. Hier muss man natürlich sehr aufpassen, dass man da nicht aus Versehen abrutscht, ne? Hier in diesem Bereich. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich doch etwas mehr medialer gehen sollte, um nicht in diesen Winkel oder in diesen Zipfel zu kommen, ist es kein Problem. Dann gehe ich auf Plan zurück, gucke mir die Schraube an und setze sie ein bisschen mehr so. Genau. Dann habe ich zwar mit dem Stab hinterher ein leichtes Problem, aber ich habe sehr sicher kein Abrutschen oder kein Abrutschphänomen dazu beklagen. So, das heißt, wir setzen die Schraube jetzt nochmal ein bisschen. Du siehst selber, der Roboter geht dann hoch und geht ein bisschen weiter nach außen. So, das sieht gut aus. Das ist jetzt natürlich etwas dickerer Trümmer. Mhm. Entsprechend müssen wir den vorbereiten. Das heißt, wir machen erstmal eine Hautinzision. Wenn Fragen aus dem Auditorium sind, dann wollen wir die gerne beantworten. Ich habe es schon, was sind die Kosten für ein solches Navigationsgerät? Ich würde sagen, es ist bezahlbar. Weil dadurch, dass Sie eine kürzere Verweildauer haben und fast alles mittlerweile percutan machen können, haben Sie, glaube ich, schon einen großen Mehrgewinn dazu. Und man kann mich da auch gerne in der Sache ansprechen. Und es gibt tatsächlich auch verschiedene Softwarepakete. Es gibt Pakete, die nur das Basics-Set haben. Dann möchte ich jetzt auch gleich eins zeigen, wo auch diese expandierbaren Cages vorhanden sind. Aber jetzt drehen wir hier erstmal eine Schraube rein. Ich sehe da wieder meinen Knochenansatzpunkt. Das ist dann wieder ein Bohrer, der dir gefällt, nicht? Ja. Ist ordentlich. Das ist ein etwas dickerer Bohrer, der aber relativ gut da unten funktioniert. Den mache ich aber dann gerne nicht ganz so schnell, ne, weil sonst habe ich Angst davor. The blind one? Oh, ja. Ja. Dann nehmen wir die Schraube. Zum ersten Mal diese Dinger reingedreht habe, da ist mir schon Angst geworden, weil ich kannte das natürlich aus dem traditionellen Verfahren, wo man doch sehr genau aufpassen muss und wenn man die Dinger dann irgendwo draußen hat, ist das ein Problem. Das ist hier dann doch tendenziell etwas leichter. Mhm. Siehst du ein Problem damit, wenn man sich quasi nur mit dieser Thematik beschäftigt, dass gewisse Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind, dass röntgenologisch, aber auch anatomische Kenntnisse da eventuell, sag ich mal, kaschiert werden und nicht mehr ausreichend verwendet werden? Es ist ja gerade ein bisschen verschnupft. Hat er gerade ein bisschen verschnupft reagiert. And again. Ich glaube schon, dass die Probleme, die wir mit dem robotischen Operieren haben, andere Probleme sein werden, als wir das konventionell haben. In der konventionellen Chirurgie ist es halt eine relativ lange Learning Curve. Wir haben Probleme mit Röntgenbestrahlung. Wir haben auch Probleme damit, dass es lange dauert, um das Wissen auch an die nächste Generation weiterzugeben.
Ich glaube nicht, dass das robotische Operieren allein das Ergebnis für den Patienten besser macht. Aber der Stress vom Chirurgen ist weg. Mhm. Die Wertschöpfungskette, die findet hier am Plan statt. Das, was du planst, so ist hinterher dein Röntgengerät. Und du hast einfach mehr Zeit dann auch, dich um Dekompression, um Fusion, um alle diese Dinge zu kümmern. Ja. So, hat er sich ein bisschen verschoben, deswegen war ich jetzt etwas vorsichtig. Why is not showing it the trajectory? Ah, it's this one. Ah, okay. I overplanned it. Entschuldigung. No. Muss ich nochmal neu sehen. So jetzt. Ist er da, wo er eigentlich hingehört? Ja, jetzt geht er gut. Du musst bedenken, dass wir sehr, sehr viel Kraft hier aufwenden und dass deswegen das Becken insgesamt sich verdreht. Und das war auch der Grund, warum du den zweiten Marker noch eingebracht hast. Ja, genau. Zur Stabilität. Und einfach nur sicher sein. Aber hier sieht das gut aus. Ja. Wir sind da, wo wir hinwollen. Von der Platzierung der Referenzbasis, wie weit darf die entfernt sein von unserer... Ist das ähnlich wie bei der konventionellen Navigation? Also bei den konventionellen Instrumentierung? Ja, also bei den konventionellen Navigationen, in dem Moment, wo es zweistellig bleibt, bleiben wir auf dem Beckenkamm. Ja. Wenn es einstellig wird, dann gehen wir auf einen Dornfortsatz. Okay, also ab BWK 9. Genau, ab BWK 9 würde ich grundsätzlich den Dornfortsatz nehmen. Ja. Ich finde, damit fühle ich mich einfach besser. So, das war jetzt hier die S2-Schraube, die da jetzt auch einen richtig festen Halt hat. Ich glaube, an dieser Schraube kann man tatsächlich die Patienten aufheben. Ja. So, damit sind wir dann fertig. Dadurch, dass die ohnehin traditionell sehr oberflächlich liegt, ist das kein Problem, den Stab da einzuführen. Mhm. Ich mache das dann auch gerne, dass ich tatsächlich das sozusagen schon als Anlaufstelle nehme. Mhm. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie wollen wir den Cage setzen? Genau. Was tun wir mit dem Cage? Wir nehmen als erstes mal den Cage, haben wir uns ja hier schon geplant. Das heißt, als erstes zeige ich euch mal den Cage. Der Cage ist ein expandierbares Implantat, das sehr, sehr dünn ist am Anfang. Und dadurch, dass man es aufspreizt, die segmentale Lordose herstellen kann. So ein bisschen wie ein Wagenheber sieht es aus. Ist es auch, ja. Jack. Ne? Mhm. Und durch dieses Aufspreizen des Cages bin ich natürlich auf der einen Seite in der Lage, das Neuroforamen relativ stark zu schonen und einfach einzubringen. Und zum anderen, vor Ort dann natürlich habe ich eine relative Sicherheit, dass wenn ich das Ding dann auch den Halt herausnehme, dass der Cage dann trotzdem Ort und Stelle bleibt. Das ist ebenfalls navigierbar. Das können wir hier auch sehen. Ja, das wird so die Strecke sein, mit der wir den Cage einsetzen. Aber dazu müssen wir uns dann eben einen Zugang machen. Ne? Genau. Okay. Gut. Dann navigieren wir mal eben auf den Cage. Also das ist ein spannender Aspekt, nicht nur Pedikelschrauben setzen, sondern auch die Trajektorie für den Cage einzubringen. Das ist sicherlich eine Sache, die sehr hilfreich ist. Ja, und vor allem, du kannst halt dir vorher überlegen, genau wo wird mein Cage dann sitzen. Da muss ich halt natürlich ein bisschen aufpassen, dass er mir da nicht gegenknallt. Nicht? Mhm. Jetzt wollen wir uns nochmal den Cage angucken. Bist du mit der Lage des Cages hier so im Axialen, so wie wir den haben wollen, eigentlich zufrieden? Hättest du noch ein bisschen weiter medial lieber? Oder ein bisschen okay? Medial, ein bisschen gedreht. Also wäre jetzt mein... Also ein bisschen mehr medial? Und, ja, und wenn wir uns... Das ist jetzt ein gerader Cage, ja. Wenn wir den ein bisschen drehen, genau. Ein bisschen so als Unilift, ne? Genau. Gut, dann das ist halt das Schöne, finde ich, dass du dann auch während der Operation noch mal eben kurz... Wenn hier eine Schraube zu sehr nervt, kann ich die einfach rausnehmen. Mhm. Vielleicht tun wir das mal einmal. Den Endeffektor kann man jederzeit einfach abnehmen. Ja. Detachment. Und dann kann ich damit einfach diesen Schraubenkopf abnehmen und hinterher auch einfach wieder draufstecken. Das ist sehr praktisch, weil...
stört dich das ganze Gedöns nicht. Auch wenn du mal ein Röntgenbild machen willst und unsicher bist, dann kannst du es so tun. Gut, wir waren stehen geblieben, dass wir da weitermachen wollen. Das heißt, ich bin jetzt schon auf Trajektorie. Das sieht, glaube ich, ganz okay aus. Er muss jetzt noch eben seinen... Na, ich bin schon auf Trajektorie. Jetzt nehme ich als erstes einen Dilatator. Sind wir schon? Ja, der ist schon gelb. Ja, okay. Wir sind noch nicht auf finaler Position. Genau. Das ist so da. Jetzt perfekt, genau, und mit diesem Dilatator kann ich jetzt erstmal das Gewebe aufspreizen. Drill, please. Drill. Dadurch, dass ich ja das Facettengelenk da oben ein bisschen anknabbern werde, mache ich mir gerne diese Trajektorie, Blunt Drill, please. Mache ich mir das lieber mit dem Drill fertig, das ist einfacher. Ja. Weil du hast das ja gesehen an der Faszie. Was du auch machen kannst, ist, du kannst jetzt mit dem Messer nochmal reingehen. Mal kurz reingehen, genau. Genau, und die Faszie genau da einschneiden. Bis zum Facettengelenk. Wo sie sie haben willst, und das habe ich vergessen gerade eben. Das mag sein, dass deswegen das Problem gewesen ist. Und jetzt komme ich auch schon dran und du siehst, ich bin da schon auf dem Knochen. Facettengelenk. Ja. Dann nehme ich mir den Dilatator ab und mache den Expander drauf. Quasi in Seldinger Technik. Genau, machen Seldinger Technik das hier drauf. Und in der Position bleibe ich dann schon. Ne? Und was ich jetzt mache, ist, ich will ja den Sperrer reintun. Ich mache einfach nur das Ding ab und setze mir dann in diesem Fall so ein Maß 3 Retraktor. Da kann man nehmen eigentlich, was man will. Ich nutze persönlich gerne einen Spine Classic und setze den einfach über die Führungshülsen. Das habe ich dir gleich mal gezeigt. Ja. Aber ansonsten kannst du damit einfach hier einen Maß 3 Retraktor. Andrehen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja sowieso den Roboter hier rumstehen. Dann kann auch was tun. Das heißt, ich nutze den robotischen Arm einfach dafür. Und bin fertig. Das ist sehr praktisch. Und nachher, um die Präparation zu machen, nachher für den Cage natürlich nicht, da will ich den Roboterarm mit dem Endeffektor wieder haben, der mir den Cage dann natürlich an Ort und Stelle bereitet. Und das ist jetzt hier so ein klassischer Retraktor, den wir natürlich in alle Richtungen aufspreizen können, um zu sehen, was und in welchem Umfang wir da rein können. Wir brauchen natürlich unten ein bisschen Licht. Ich werde jetzt noch einmal navigieren. Das ist das Schöne an diesem Roboter, es ist eben nicht nur ein Roboter, sondern auch ein Navigationsgerät. Christoph, I want a dilator dynamic reference space, please. The star. Yeah, just to check. Ich überprüfe noch einmal genau, wo ich bin. Ich denke, das ist in Ordnung so. Ja. Da bin ich auf jeden Fall, da will ich ja mein Cage drin haben, das müsste schon in Ordnung sein. Und jetzt als nächstes machen wir uns dann schon mal die Lichter rein. Ich werde das hier noch ein bisschen verändern, weil ich an die hinteren Schrauben meines Sperrers dran will. So, das ist gut. So komme ich dann auch an den hinteren Sperrer dran und kann mir den noch mal ein bisschen aufmachen. Im Moment sehen wir halt relativ wenig. Wir machen uns das Licht an. Is there light out? No, no light. Ich sehe, wir haben Und was geht es prinzipiell? Es geht darum, Licht in diesen Sperrer reinzubekommen, sodass wir gute Sicht haben. Das ist jetzt der typische Vorführeffekt. Ja. Wir haben diese Lichtblätter. Ja. Diese Lichtblätter, die kannst du einfach hier in diesen Sperrer einschieben. In diesen Sperrer einschieben. Die bleiben da auch stehen. Ja. Die biegt man dann einfach so ein bisschen weg. Genau. Die sind einmal. Genau, es ist einmal Material. Die kannst du so ein bisschen wegschieben. Und dadurch sind wir in der Lage, da unten gutes Licht zu bekommen. Ja. Was wir in diesem Fall
aus welchen Gründen auch immer, nicht haben. So, das heißt, wir müssen uns eine OP-Lampe eben holen, aber das ist kein Problem. Können wir uns die OP-Lampe bitte eben holen? Das Erste, was ich tue, ist, ohne jetzt ein Licht zu haben, ich habe ein Meißel. Mhm. Mit diesem Meißel setze ich erstmal direkt auf die Facette, um mir die Facette anzugucken, die in diesem Fall da ist. Jetzt ist es ein bisschen im oberen Bereich der Facette. Ich muss noch ein bisschen nach medial gehen. Ein bisschen Lichtwärme brauchen, sonst wird das nichts. Mhm. Wir machen das gerade fertig. Ich bin also in der Lage, hier mit einem navigierbaren Meißel mir einmal das Facettengelenk darzustellen und direkt wegzumeißeln. Mhm. Holen wir mal einen Hammer. Ein Hammer. Ja. Arrangeur. So, jetzt haben wir auch gutes Licht, das heißt, du siehst hier halt noch Knochen auf dem Facettengelenk. Ja. Du siehst die Pedikelschraube, die du da gehabt hast. Man ist tendenziell immer zu weit lateral, weil dadurch, dass das Facettengelenk natürlich vorne fest bleibt, ist man immer tendenziell ein bisschen zu weit lateral. Also, um ganz kurz zu beschreiben, was wir sehen direkt auf das Facettengelenk. Das ist jetzt von der Operationstechnik so, wie wir es sonst auch durchführen würden, nur wir haben uns den Sperrer navigiert eingebracht. Genau. Und du hast halt nachher den großen Vorteil, dass du halt die Küretten und alles andere Gerät dann auch navigierbar machen kannst. Ne? Mhm. Ich habe jetzt einmal den Muskel weggemacht, jetzt mache ich mir das Vorrahmen von lateral auf mit einer Stanze. Da bin ich schon drin im Vorrahmen. Ich kann mir das mit einem Meißel noch ein bisschen darstellen, das heißt, ich gehe ein bisschen nach medial. Ein bisschen nach Media mit dem Meißel, das kann man hier ganz gut sehen. Da ist der Einschlagpunkt von meinem Meißel. Ich muss mich noch ein bisschen mehr nach unten, ein bisschen mehr nach unten bemühen. Warten wir mal auf die Kamera. So, ich muss mich mit dem Meißel ein bisschen mehr nach lateral, nach medial bewegen. Da, das ist jetzt ein guter Cut mit dem Meißel. Ja. So, das heißt, ich bin in der Lage, das vernünftig darzustellen und ich habe schon das gefühlt, dass ich im Vorrahmen bin. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mit der Stanze und mache mir meinen Vorrahmen auf. Mikroskop jetzt bei sowas? Ich nehme gerne eine Lupe und also wenn es übergewichtige Patienten sind, dann eine Lupenbrille. Ja. Verzeihung, dann ein Mikroskop bei schlanken Patienten eine Lupenbrille. Mhm. Ja. Das hängt dann ein bisschen davon ab, auch wie das Licht ist. In diesem Fall mit diesen Lichtsystemen ist das eigentlich sehr angenehm. Ja. Normalerweise würden wir das so tun. Als nächstes Instrument kommt dann der Schäber, nachdem wir das Facettengelenk weggemacht haben. Auch noch mal ein bisschen. Darf ich einmal noch reingucken? Ja, das ist komplett weg. Nach medial steht da noch ein ganz klein bisschen. Ja. Aber wir kommen von so weit lateral, dass das für den Cage kein Problem ist. Ja, ja, genau. Shaver, 7 mm. Darstellen der Wurzel? Ja, dadurch, dass ich mich im unteren Bereich des Vorrahmens bewege und hinterher auch nur einen sehr, sehr schmalen Cage habe, mache ich das nicht so gerne. Ja. Sondern ich versuche mich wirklich pedikelnah am unteren Pedikel zu bewegen, dass mir das erst gar nicht passiert. Ja. Okay. Und das ist jetzt hier ein normaler Shaver mit 7 mm, den ich jetzt ansetze, um zu schauen, bin ich schon unten an der Wandscheibe? Ja, ich bin. Du siehst, ich bin ein bisschen zu weit lateral. Mhm. Ich würde natürlich gerne ein bisschen medialer gehen. Was ich dann tue, ist, ich öffne mir ein bisschen meinen Sperrer. Dass ich den Winkel besser kriege. Ja. Ne? Schau mal, so bin ich mit dem Winkel. Ich bin noch ein bisschen zu hoch. Ja, siehst du da? Ich bin noch ein bisschen zu hoch. Ich würde noch gerne ein bisschen tiefer kommen. Da muss ich wahrscheinlich doch noch mit der Stanze ein bisschen nachbessern. Um dann hinterher direkt hier den Schäber in den Zwischenwirbelraum zu schlagen. Hammer. Ja, und damit haben wir uns das Bett für den Cage geschaffen. Ja, damit ist das Bett für den Cage geschaffen und alle Dinge, die hier jetzt hinterher kommen, ob ich jetzt den Shaver nutze, ob ich jetzt die Kürette nutze und hinterher den distrahierbaren Cage, das ist dann je nach Belieben angesagt.
Ja, und damit möchten wir eigentlich diese robotische Session hier schon schließen. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Sven, ich danke dir herzlich dafür, dass du so interessierte Fragen gestellt hast. Sehr gerne. Und ich darf mich beim Team auch von Globus Medical bedanken und lade jeden ein, kommt euch das in Dingen mal angucken, ob das im wahren Leben dann tatsächlich auch so funktioniert. Von deiner Seite? Ja, herzlichen Dank. War eine sehr interessante Session, sehr schöne Demonstration. Ich denke, wir haben gezeigt, wie einfach es ist, Pedikelschrauben zu setzen, auch noch etwas komplexere Schrauben wie die S2 Ilium-Schraube und noch zusätzlich sowas, ich mal ein bisschen komplexeres wie ein Cage einzubringen mit der Trajektorie des Roboters. Hat mir gut gefallen.